43. Bundeswinterspiele der Berufsschulen im Lungau. Mehr als 200 Jugendliche mit kompromisslosem Einsatz und Teamgeist, nicht nur mittendrin, sondern auch live dabei die heimische Sportprominenz. Dazu herausfordernde, kräfteraubende Bewerbe. Markus Schöngrundner, du bist heute im Skizentrum Mautendorf in Salzburg bei den Bundesskimeisterschaften der Berufsschüler. Warum bist denn du da hergefahren? Die Silvia Gautsch von den Landesberufsschulen aus Damsbek hat mich eingeladen, dass ich für die Bundeswinterspiele eher einen Pokal designe und entwerfe, das was dann die Berufsschüler in Eigenregie bauen haben dürfen. Und heute sind die Winterspiele, der letzte Tag mit den FAM-Bewerben und jetzt schauen wir uns das Ganze mal live an und am Abend ist dann die große Siegerehrung. Wenn ein Sportgerät den Namen Fun-Sportgerät verdient, dann die aufblasbaren Luftkissen. Und wie hat es Franz Müllner gefallen? Naja, natürlich. Ich war selber Berufsschüler und habe selber gelernter Fliesenleger, ich bin gelernter Fliesenleger und Ofensetzer. Und ja, mir hat die Veranstaltung super gefallen, weil einfach, es wird für die Jugend was da, es wird fürs Land was da, es wird für den Lungau was da, es bewegt sich was, die Jugend will Action haben, die Jugend will Sport machen, die Jugend will einfach super toll behandelt werden und die Veranstaltung heute war super toll. Eisstock-Zielschießen mit weltmeisterlicher Unterstützung. Unterstützt vom Eisstock-Weltmeister Rainer Pfeifenberger bewiesen die Jugendlichen ihre Treffsicherheit. Aber nicht nur sportlicher Einsatz und die Fähigkeit, Leistungen abzurufen, prägten die Spiele in diesen drei Tagen. Beim Kraftschlittenziehen ließen die Kids im Kampf gegen Strongman Franz Müllner die Muskeln spielen. Wie zufrieden bist du mit der Veranstaltung? Ich bin total zufrieden. Also das Wetter könnte nicht schöner sein, wie man jetzt sieht. Gestern war es zwar nicht so gut, aber die Schüler sind motiviert, die sind toll, also wirklich super. Wie viele Schüler waren da heuer vertreten? Also es sind ca. 220 Schüler aus ganz Österreich und aus Südtirol. Voll emotional für mich halt. Ich bin mit einem schlechten Gefühl hergekommen, aber im Endeffekt ist es halt voll gut und bin auch stolz auf das, was wir zusammengebracht haben. Was sagst du denn jetzt an der Organisation? Also besser hätte ich mir das eigentlich fast nicht vorstellen können, weil es war alles dabei. Wir haben Gutscheine zum Essen gekriegt, Unterkunft war alles dabei und Preise auch alles organisiert, also voll Glas. Team Oberösterreich, wie war die Woche für euch? Ein Wahnsinn. Ich glaube, ich rede für alle. Wir haben die größte Gaudi gehabt. Wir sind innerhalb von den drei Tagen voll zusammengewachsen. Wir haben Stimmung gemacht, gerade in der Hütte, glaube ich, alle. In die Skifahren waren wir zwar nicht so gut, aber sie sind gut, unsere Skifahrer, das wissen wir. Und ja, wir haben einfach die größte Garde gehabt und wir wollen eigentlich noch gar nicht haben. Vor mir glaube ich, ist der Schitter Bäder gestartet, nachher bin ich gewesen. Ja, ich wollte den Bäder einfach überholen und bin dann über den Bäder drüber gefahren fast und hat es mich ausgekaut. Ja, natürlich mit Gewicht von 140 Kilo oben. Ich habe glaube ich einen 120er drauf gehabt. Nein, es war spektakulär und ein super Bewerb für die Jugend. Es war echt eine super Veranstaltung. Also man muss auch sagen, man hat zwar, also wir haben zwar am ersten Tag mit dem Bäder nicht so Glück gehabt, aber dafür heute hat es echt gut gepasst. Es war wieder eine riesig geile Veranstaltung. Unsere Bewerbe von den Skifahrern sind halt nicht so optimal ausgefallen, dafür haben wir in die Fahnenbewerbe voll angezeigt. Also mir persönlich hat es gut gefallen, weil es echt eine coole Erfahrung war, finde ich, weil ich so davor nie an einem Wettkampf teilgenommen habe, aber gleich als Vierter abgeschnitten finde ich auch gut. Was sagst du zur Organisation? Das hat auf jeden Fall gut gepasst. Also es ist ja wirklich alles organisiert worden, also es ist alles geplant worden, das finde ich einfach super. Da ist es schön, Lehrling zu sein, gell? Ja, das ist auf jeden Fall. Aber nicht nur sportlicher Einsatz und Topleistungen prägten die letzten Tage. Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Das Skizentrum Mautendorf entpuppte sich als heißer Partytreff. Die Siegerehrung mit vielen festlichen Momenten, ebenso wie actionreichen Show-Highlights, etwa durch eine Salto- und Akrobatik-Show einer Jugendgruppe des Damsweger Turnvereins, bildeten den krönenden Abschluss.
gewaltige Geschichte. Also ich finde es total super. Man heißt immer die Jugend, die tut nichts, aber die haben sich reingehauen bis zum geht nicht mehr. Die Mädels und die Burschen. Ganz eine gewaltige Geschichte. Wir alle sind schwer beeindruckt von der Leistung der jungen Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Das spricht eigentlich für die Ganzheitlichkeit der dualen Ausbildung in Österreich. Weil ich als selbst gelernter Sport- und Bewegungserzieher, was hier geleistet wurde, das ist schon sehr beeindruckend. Die Tage da waren wirklich voll Hochleistungssport, waren aber auch, ich würde sagen, sehr stark durchsetzt von einem großen Spaßfaktor. Die Siegerehrung, ein Fest mit nicht nur feierlichen, sondern auch actionreichen Highlights, bildete den krönenden Abschluss. Ein Trophäe-Pokal entwerfe, was außergewöhnlich ist, dass eben alle, was heute was gewonnen haben, was Einzigartiges daheim haben. Ich habe es entworfen und die Berufsschüler haben es dann bauen dürfen. Und ich habe jetzt aber gehört, das ist ja nicht dein erstes Stück, sondern du hast ja, ich würde jetzt einmal sagen, von der sportlichen Kategorie her schon weit oben auch etwas gemacht. Was war das? Ja, das ist richtig. Ich habe schon dreimal. Bei den Alpinskifahrern holten sich der Vorarlberger Michael Huber und die Tirolerin Stefanie Kindl mit Tagesbestzeiten die Lehrlingsmeistertitel. Bei den Snowboardern gelang dies Alexander Beck aus Oberösterreich und die Südtirolerin Nathalie Fihida. Erfreuliches Resümee auch für das Gastgeberland. Elena Stecher, Ski Alpin, holte mit dem ersten Rang einen Klassensieg für Salzburg. Außerdem durfte man sich dank Laura Leutold, Ski Alpin, noch über einen dritten Platz sowie dank Julia Heiser, Snowboard, über einen zweiten Platz freuen.